90er war das, diesen Song gemacht über einen Afrikaner, der von Nazis, Neonazis erschlagen worden ist. Und ja, dass da auch ziemliche Drohungen von rechten Nazi-Typen bekommen. Und trotzdem... Was für Typen waren mittlerweile? Ich hatte Morddrohungen, ich hatte eine Woche lang irgendwie Polizeischutz auf Tour hier und da. Aber gut, damals habe ich das natürlich angenommen, aber jetzt, und ich habe auch tatsächlich auf der Bühne gestanden und habe gedacht, okay, vielleicht schießt mir heute jemand in den Kopf oder so aus dem Publikum. Und das, ehrlich gesagt, wollte ich die Zeit gar nicht missen, weil das mich echt auch abgehärtet hat, insofern zu sagen, okay, wenn es jetzt vorbei ist, dann ist halt vorbei. Aber ich mache trotzdem mein Ding weiter und ich mache meine Konzerte und ich habe keine Angst. Und ja, und am Ende wissen wir selbst, dass mit Sicherheit auch vieles aus Kreisen kommt, die mir vielleicht damals noch gar nicht bewusst waren. Ja, also ja, von V-Männern über dies und über das. Also jetzt Europol oder wie sie heißen, haben ja gerade veröffentlicht, dass es eigentlich gar keine rechte Gewalt gibt in Deutschland. Ja, und trotzdem wird es so postuliert bei uns. Und von dem her, ich bin da sehr vorsichtig, das jetzt mittlerweile so zu sagen, dass das aus rechten Kreisen kam und dass die Nazis hinterhergestellt haben. Keine Ahnung, ist mir auch mittlerweile völlig egal. Also damals, wir reden über die 90er Jahre, hatte ich ja sozusagen die ähnliche Einstellung wie du. Also ich habe mich auch empört über Gewalt von rechts. Und dann habe ich aber im Laufe der Jahre, man wird ja auch älter und klüger, dazugelernt und gemerkt, einige Sachen, die stimmen da nicht, die da als rechts dargestellt werden. Und dann habe ich natürlich auch meine Position irgendwie geändert, ja. Also würdest du sagen, es gab bei dir sozusagen einen Prozess des Zulernens oder war das eher so, dass dich das Milieu, was dich damals getragen hat und für Antifa vereinnahmt hat, dass das dich befremdet hat und sozusagen dann auf neue Wege geschickt hat? Ich muss sagen, ich habe Ähnliches schon vorher erlebt. Also so, es gibt einen Verein für schwarze Deutsche und da habe ich in den 80ern immer wieder Einladungen bekommen von Dunkelhäutigen, in Deutschland geborenen Deutschen. Und da hieß es dann immer, ja, aber du darfst keine Weißen mitbringen. Da war ich halt ein, zweimal dort und ich kann mit so umgedrehtem Rassismus und so, ich weiß auch nicht, damit kann ich eigentlich nichts anfangen. Ich bin aber hin, natürlich, will mich mit meinen Brüdern und Schwestern ja auch verständigen, aber mir war das nicht genauso unangenehm wie die ganzen anderen exklusiven Gruppierungen, zu denen ich mich nicht gesellen wollte. Und ich glaube, man hat mich geködert, wie viele andere in der Zeit, mit der Opferrolle. Nun war ich aber rebellisch genug, um sowieso nie eine Opferrolle anzunehmen, aber ich wollte natürlich die Schwachen verteidigen. Und Annetta Kahane und ihre Stiftung hat, so wie das die Demokraten in Amerika ja auch machen und die Lüge erfinden, die Republikaner haben die Sklaverei in die Welt gebracht und verteidigt und wollten sie fortführen. Dabei waren es die Demokraten. Also wir haben da ein gewisses Projektionspotenzial, was doch immer wieder aufkommt. Und ich glaube, ich war einfach zu jung, um das zu durchschauen und habe mich vor diesen Karren spallen lassen mit meinen ganzen anderen dunkelhäutigen Brüdern und haben eben gegen diese Gewalt angesungen. Und ich war selbst relativ gewalttätig in dem Song, weil ich natürlich auch, wie soll ich sagen, ich gehe auch zum Äußersten, wenn es sein muss. Da habe ich überhaupt kein Problem. Aber jetzt fühle ich mich eigentlich vergewaltigt durch die Situation damals. Und ich weiß nicht, ob das jemals richtig war, das so zu machen. Da hätte man wahrscheinlich andere Mittel wählen können. Aber wir waren wütend, wir waren jung und das muss man uns wohl nachsehen. Aber heutzutage gibt es ein paar Passagen in dem Lied, die mir gar nicht mehr schmecken. Bemerkenswert ist dein Mut, denn du bist der Einzige von diesen großen Stars, der sich das Denken nicht verbieten lässt und den Mund schon gar nicht und mit allen bösen Buben spricht. Das macht ja noch nicht mal Andreas Gabalier. Selbst der ist in gewissem Sinne vorsichtig. Und ich glaube, er hat einmal mit dem Sellner gesprochen, aber dann nie mehr. Und ich bin aber sicher, dass es noch andere Stars gibt, die auch nicht dumm sind, aber die einfach diesen Mut nicht haben.
Und kannst du dir das erklären? Weil es kann ja nicht daran liegen, dass die jetzt in einer prekären finanziellen Situation sind. Das sind ja Leute dabei, die haben wahrscheinlich genauso sich materiell abgesichert wie du aufgrund deiner Erfolge. Aber woher kommt dieser Schiss und diese Angst und diese Anpassung? Also auch von Leuten, die, ich sag mal, Konstantin Wecker, als ich noch links war, war der auf meinen Veranstaltungen, ja. Der hat schon was Rebellisches. Aber seit jetzt hier die offenen Grenzen sind, ist es einfach ein reiner Hofsänger geworden. Ja, was soll ich sagen? Über meine Kollegen will ich jetzt da gar nicht groß mutmaßen. Ich kann mir nur vorstellen, dass der soziale Druck, das soziale Geächtetsein, die gesellschaftliche Ächtung doch für viele ausschlaggebend ist. Ich meine, wir werden nicht ausgepeitscht, wir werden nicht an den Pranger gestellt, aber diese Wochen der Schmähung und der Hetze, die muss man erst mal aushalten. Und wenn Aber man damit sich wie nie hältst du auseinandergesetzt das hat, aus? Wie hältst du das aus? ich wusste einfach schon immer mit dem ersten Text, den ich je verfasst habe, wahrscheinlich, dass ich clashen werde mit dem System. Mir war doch damals schon bewusst, dass das meine ersten Songs auf dem ersten Album hieß, dass das System, in dem wir leben, ungerecht ist und schwach und uns ausbeutet. Das waren in meinen ersten Songs schon Themen. Und mir war klar, wenn ich mir treu bleibe, dann werde ich irgendwann mit diesem System aneinander geraten. Und deswegen war in mir immer klar, irgendwann musst du bereit sein, vielleicht alles zu verlieren oder was auch immer. Und ich habe mich natürlich absichern können. Ich konnte natürlich in gewisser Weise Schritte ergreifen und tun, die mich in gewisser Weise absichern. Aber den Schritt zu sagen, ich mache mich lächerlich oder ich setze mich dem Spott aus, ich weiß nicht, da muss man wirklich dafür geboren sein, vermute ich da. Hängt vielleicht doch auch damit zusammen, dass du dich als Kind, als Jugendlicher durchbeißen musstest. Da sind ja einige Hässlichkeiten und Gewalttätigkeiten passiert, wo du durch musstest, ja? Absolut. Aber meine Mutter hat natürlich auch mir das nie, sie hat es nie zugelassen, dass ich sozusagen leide unter Rassismus oder sie hat immer gesagt, weißt du, von wem wir eigentlich abstammen? Sie hat mir immer unsere Abstammung und unsere Geschichte, Familiengeschichte, und die ist durchzogen auch mit adligen afrikanischen Häusern, und deswegen habe ich das ohne Probleme über mich ergehen lassen. Der strengste Mensch in meinem Leben war sowieso meine Mutter, und niemand konnte jemals so streng oder so hart mit mir sein wie meine Mutter. Und deswegen, ich komme aus einer Familie, die Rebellen sind. Meine Mutter war auch im ANC, die hat für den ANC gekocht, als sie noch in den Kinderschuhen waren. Die Ja. erzählt mir jetzt, 84, erzählt sie mir die Geschichten, die ich nie gehört habe von ihr, wo ich den Hut ziehe und denke, wow, das habe ich ja noch nie gehört von dir. Ja. Und dann merke ich auch, das schlummert auch in mir. Ich kann erst ruhen, wenn Gerechtigkeit in Deutschland, wie soll ich sagen, wenn den Deutschen Gerechtigkeit erfährt. Auch ein großer Motor war natürlich, im Ausland in Urlaub gewesen zu sein oder Menschen aus dem Ausland kennenzulernen, die immer Mitleid mit mir hatten, weil ich doch in Deutschland lebe, mit den Nazis, und um Gottes Willen, das muss doch furchtbar sein, mit den Ja. Deutschen, und ich bin durchgedreht. Ich habe gedacht, was redet ihr? Es waren Amerikaner, es waren Südafrikaner, ne, die nicht selten das Erste zu mir sagen, ist Heil Hitler, wenn ich sage, ich komme aus Deutschland. War immer das Erste von Amerikanern, Südafrikanern, immer Heil Hitler und so. Die waren einfach alle gehirngewaschen, was Deutschland und die Deutschen sind. Und ich habe das so nie erfahren und musste auf die Barrikaden gehen. Und das hat natürlich auch einen Grund zu sagen, nee, das ist ungerecht, das ist nicht fair. Ja.